Stars verabschieden sich. Musiksender Viva wird eingestellt. Einer ernähert sich dem Ende. Im Jahr 1993 ging Viva nach MTV als zweiter Musiksender in Deutschland auf Sendung und etliche Stars starteten im musikalischen TV-Programm ihre Karriere. Nicht nur Mola Adebisi, 45, Johanna Klum, 37, Paulina Rojinski, 33, Colleen Ullmann-Fernandes, 36, und Janin Reinhardt, 36, fassten hier in der Medienlandschaft Fuß. Auch Annemarie Carpendale, 40, und Oliver Pocher, 40, legten bei Viva den Grundstein ihrer Karriere. Ende des Jahres ist der Sender Geschichte, sodass sich eine Reihe von Promis jetzt voller Nostalgie verabschiedet. Uns fällt es sehr schwer, Abschied zu nehmen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum Aus des Senders am 1. Januar 2019. Moderatorin Sarah Kuttner, 39, nimmt es mit Humor. Auf ihrer Instagram-Seite schreibt sie, Tschüssi, Viva Germany. Du hast mir viel Spaß gemacht und mir einiges beigebracht, naja, hauptsächlich habe ich mir selbst einiges mit deiner Hilfe beigebracht. Sie habe für vieles zu danken und schüttele über einige Sachen den inzwischen gräulichen Kopf. Zum Beispiel über den Schnappschuss in ihrem Bus hing, das Pressefoto zeigt, wie im 90er Stil mit ausgestreckter Hand ein V formt. Die Wachstumsschmerzautorin führte das Mattscheibenpublikum 4 Jahre durchs Programm. Die Verabschiedung von Ex-Viva-Moderatorin Gülkan Kams, 35, fällt knapper aus, Gotbühe, Mephistlove. Kommentiert sie ein Bild von sich vor einer Viva-Logo-Wand auf ihrem Instagram-Profil. Sie war 7 Jahre für den Sender tätig.